Eine Iglu-Kirche, Live-Bands und einen Kletterparcours. Das alles soll es geben hier auf dem Jugend Corvinian Festival. Dieses Jahr neu gestaltet, schaue ich mir das Ganze jetzt einfach mal an. Hallo, wir sind vom Kirchenfernsehen. Kannst du uns vielleicht sagen, was wir hier erleben können, was man da macht, was die Farbe bedeutet? Also in dieser Area kann man sich mit der Farbe seine Wünsche an die Wand malen oder seinen Namen, was einem halt gerade einfällt. Was einem gerade einfällt. Darf ich das mal ausprobieren? Hast du da so einen Sack für uns? Dann schauen wir mal rein. Hallo, wir sind vom Kirchenfernsehen. Ich hätte ein paar Fragen an dich. Und zwar, was bietet ihr hier an? Wir bieten positive Falschmeldungen. Positive Falschmeldungen. Was versteht ihr darunter? Naja, wir fragen die Jugendlichen, was sie so interessieren würde, was sie hoffnungsvoll stimmen würde, was in der Zeitung steht. Was wünsche ich mir eigentlich überhaupt? Jungmoderator bei Jugendkorbi entdeckt. Steile Karriere erwartet. Schauen wir weiter. Hier finden wir nicht nur Spiel, Spaß und Action, sondern wir starteten besinnlich in den Abend. Und zwar hier, im Freisinger Dom, wo Kardinal Reinhard Marx einen Gottesdienst feiert. Herr Kardinal, wir feiern heute das Fest unseres Patrons, des Corvinian. Was können wir Jugendliche heute noch von ihm lernen? Ja, zunächst einmal, dass er wirklich ein Mann war, der aufgebrochen ist, der nicht zu Hause geblieben ist, einfach nur im gemütlichen Heim, sondern der eine Idee hatte und sich auf den Weg gemacht hat von Frankreich, der eine Vision hatte, eine Begeisterung hatte, sonst hätte er seine Heimat nicht verlassen. Um das Evangelium zu verkünden in einem fremden Land, hat eine Sprache gelernt, andere Menschen kennengelernt. Er wollte etwas tun, er wollte etwas bewegen. Also ich glaube schon, dass das junge Menschen auch heute inspirieren kann. Was war für dich heute Abend das Highlight? Das Highlight? Mal einfach die gute Stimmung, dass super viele Leiter waren, die einfach Spaß drauf gehabt haben. Für mich war das Highlight wie immer der Gottesdienst, weil man da einfach sieht, wie alle Jugendlichen, die dabei sind, miteinander Gottesdienst feiern und einfach dieses Gespür da ist für alle, die da sind. Es ist einfach auch diese Stimmung da bei diesem Festival, beim Gottesdienst schon, das hat mich einfach richtig mitgerissen. Die vielen guten Gespräche, ich habe lange einen Stand betreut und habe ganz vielen Leuten von unserem Projekt Mut zum Kreuz erzählt und hatte einfach super viel Spaß und die Leute hatten super gute Laune und all die Begegnungen mit, ja, darf ich auch nochmal, das war unglaublich cool. Definitiv die Vielfalt. Also für mich war es der erste Jugendkorbi und ich war sehr überrascht, wie viele unterschiedliche Stände und unterschiedliche Aktionen stattgefunden haben. Fand ich sehr gut. Auch ich fand das Jugend-Corvinian-Festival sehr toll, da man hier kreativ sein kann, selbst etwas bewirken kann. Und ich werde auf jeden Fall nächstes Jahr wieder dabei sein.